So, herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung. Die letzte kam mir sehr gut an und da dachte ich, da muss es natürlich einen Nachfolger geben. Ich habe mir dieses schöne Buch bestellt. Ich bin dadurch durch Zufall über Twitter darauf gekommen, dass es das überhaupt gibt. Das Buch gibt es nicht bei Amazon. Das muss man hier direkt bei dem Verlag Bitmap Books bestellen. Das ist ein englischer Verlag, der hat viele solcher Bücher, also in der Art, über historische Computerspiele und ähnliches. Ist nicht ganz billig, kostet ungefähr 30 Pfund. Das muss man natürlich dann in Euro umrechnen, plus Versand und so weiter. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich so rund 40, 45 Euro mit Versand und so weiter bezahlt. Aber dafür, Leute, guckt mal an. Das ist mal hier ein Wälzer. Also ich habe mal meine Hand daneben. Das ist wirklich super tipptopp Qualität. Hier das Cover finde ich herrlich. Das ist so ein bisschen Silberschrift, wie man sieht. Und einfach die Gestaltung, das bringt einen gleich so in die richtige Stimmung rein. Also vom Stil her, das könnte Monkey Island Schriftzug sein oder ähnliches. Es geht natürlich um Point-and-Click-Adventures. Das war früher so, Anfang der 90er war es eigentlich das Genre auf dem PC. Ich sag nur so Größen wie Monkey Island, Day of the Tentacle und so weiter. Im Großen und Ganzen gab es ja zwei große Herstellerstudios, einmal LucasArts und einmal Sierra Online, die Dinger hergestellt haben und produziert haben, waren die meisten zumindest alle sehr, sehr gute Qualität. Ich persönlich war immer so ein bisschen LucasArts Adventure-Spieler, also wie gesagt Monkey Island und so weiter. Indiana Jones natürlich nicht zu vergessen. Und Sierra war, hatte ich nie so den Bezug zu gefunden, aber da wird natürlich hier auch einiges darüber drinstehen. Und ach, das Buch ist so schön gemacht. Also ich habe mal einmal grob drin rumgeblättert. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Aber ihr seht schon an der Dicke, ich werde nur grob mal wirklich durchblättern und zwar ein, zwei Sachen vielleicht etwas sagen, dass ihr euch mal so ein ungefähres Bild machen könnt. Also im Prinzip beschäftigt sich das Buch, ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, ne? Über die Kunst der Point-and-Click-Adventure und ich habe immer diesen Stil sehr, sehr gemocht. Hat auch kurze Interviews, ist natürlich alles auf Englisch, ist ein englischer Verlag, aber für mich persönlich, also ich habe persönlich kein großes Problem mit Englisch. Mit Basic-Englischkenntnissen sollte man, denke ich mal, auch hier weiterkommen, aber es geht eigentlich um die Bilder. Schlagen wir es mal auf. Und auch hier sieht man, wir haben ja so 460, fast knapp unter 500 Seiten. Ist schön. Und zwar ist das Buch nach Jahren sortiert. Wir fangen an mit 1984, wo die ersten Adventures aufkamen, bis 2017, wo dann wirklich noch aktuelle da sein. Und hier, haha, gleich eine dreiköpfige Affe aus Monkey Island. Herrlich, sage ich euch. Und hier, es ist natürlich mal schlecht zu zeigen, aber diese Seitenqualität, die ist sehr dick und sehr schön auf jeden Fall. Hier haben wir Vorwort, das ist einer der Autoren, sehr schön passend in dem Pixel-Stil natürlich eingefangen. Hier eine grobe Historie, was es alles gab und entwickelt ist, aber da gehen wir gleich in den Seiten ja noch genauer drauf ein. Aber da sieht man mal so schön von den ganz, ganz groben Pixeln bis zu einer Rendergrafik und es wird immer detaillierter und schöner. Hier die FMV-Zeit, ne? Full Motion Video heißt es. Genau, ein Glossar mit verschiedenen Begriffen, die immer wieder benutzt werden, wie zum Beispiel CGA. Was ist CGA? Die Leute, die mit Konsolen aufgewachsen sind, die können im Zweifel mit diesen Begriffen nicht so viel was anfangen. Mit CGA, EGA, VGA und so weiter. Das ist im Prinzip das Farbspektrum und die Auflösung, die denn dort benutzt werden konnten. Aber es ist schön, dass es hier gleich so ein Glossar am Anfang haben. Und hier sieht man immer die Jahreszahlen sehr schön. Und hier haben wir das erste Grafik-Adventure. Also ich muss sagen, die Adventure aus den 80er Jahren, da bin ich überhaupt kein Profi drin, weil da war ich einfach zu klein für. Aber sieht natürlich sehr schön aus, wie das hier. Also in den 80er Jahren waren die Text-Adventures ja der große Hit, ne? Also früher war es ja, es gibt ja immer so Zeiten, wo bestimmte Genres sehr populär sind. In den 80ern, wie gesagt, war es Text-Adventures und Rollenspiele vor allen Dingen auch. In den 90ern waren dann halt die Point-and-Click-Adventures, die Weiterentwicklung, Rollenspiele auch. Dann kam langsam dieser
Strategie-Hype. Also ich rede jetzt aus PC-Perspektive. Heute ist es halt denn viel Ego-Shooter, Call of Duty, Battlefield und Open-World-Spiele natürlich. Ne? Aber so hat jede Zeit immer so sein Lieblingsgenre. King's Quest, das ist natürlich das erste Sierra-Spiel. War es das erste Sierra-Spiel? Hatten sie nicht schon vorher was? Aber wie war es das erste Sierra-Spiel, womit sie einen großen Durchbruch gemacht haben? Mit dieser groben Grafik, das müsste, glaube ich, EGA-Grafik sein, wenn mich nicht alles täuscht. CGA ist, glaube ich, wirklich dann sehr primitiv. Hier noch schwarz-weiß, das müsste ein Apple II sein, denke ich mal. Wo das hier alles gezeigt wird, Déjà-vu. Also wie gesagt, diese Spiele sagen mir gar nichts. Aber diese Gestaltung finde ich einfach herrlich. Hier King's Quest 2. Wenn man sieht, was für grobe Pixel das sind, ne? Und mit wie wenig Farben hier gearbeitet wird, aber wie viel Stimmungsvolles hier denn trotzdem aufgebaut wurde, ich finde es einfach herrlich. Space Quest, da habe ich, glaube ich, Space Quest 4 oder 5 irgendwann mal gespielt. Na, das ist halt wirklich diese Zeit der Mitte der 80er, wo Grafik in die Computerspiele kam, ne? Also Computerspiele, ich sag nicht Arcade oder sowas. Hier natürlich Leisure Suit Larry, der ist bekannt, den hat, glaube ich, jeder Heranwachsende irgendein Spiel mal gespielt. Der notgeile alte Stingel, wo man dann einfach irgendwelche Frauen aufreißen muss. Ich habe sogar erfahren, dass jetzt, habe ich mal gehört, dass jetzt ein neuer Leisure Suit Larry, Gott, das auszusprechen, Titel in Arbeit ist, von einem deutschen Entwicklerstudio sogar. Also, ach genau, das ist hier, und zwar der Alterstest. Muss man hier die Fragen entsprechend stellen. Ne? Heutzutage würde man hier sagen, dieses typische Bild hier, Kassette und Bleistift, sage mir die Verbindung. Irgendwie erst, wenn wir danach so und so geboren bist, dann weißt du das wahrscheinlich nicht mehr. Ach, Manic Mansion. Herrliches Spiel. Das war, glaube ich, das erste Adventure von LucasArts, wo sie diese Scum-Engine benutzt haben, die auch alle weiteren Spiele damals genutzt haben. Ne? Indiana Jones, Monkey Island und so weiter. Hier haben sie auch ein Interview mit Ron Gilbert. Zu dem kommen wir wahrscheinlich noch später. Der hat ja auch das neue Thimbleweed Park entwickelt. Einfach eine Legende und diesen Namen sollte man eigentlich wissen, aber hier haben sie ihn schön im Stil voll gepixelt. Ach ja, hier haben wir es. Monkey Island. Ich hab's geliebt, die ersten beiden Teile. Aber da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf eingehen. Das Interview werde ich mir bei Zeiten auf jeden Fall mal durchlesen. Genau, hier haben wir Thimbleweed Park. Der hat in einer Zeit lang hier so Kinder-Adventures entwickelt. Ja, Space Quest. Also im Prinzip so 80er war auf jeden Fall Sierra oder Sierra Online, wie sie auch später hießen, waren halt einfach die Vorreiter, was Adventures angeht. Ne? Jim Walls, das sind natürlich hier die unbekannteren Namen, also zumindest für mich unbekannter, die sich hier vorstellen. Der Entwickler anscheinend der Police Quest Serie hat bei Sierra gearbeitet, aber es finde ich schön, dass sie auch diese eher unbekannteren Sachen hier ein bisschen mal gewidmet haben. Also da freue ich mich auch wirklich mal ein bisschen tiefer einzusteigen. In modernen Zeiten, ehrlich gesagt, hat mich kein Point-and-Click-Adventure mehr angefixt. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich nicht die Ruhe oder keine Ahnung. Also Thimbleweed Park, das habe ich mir für die Switch geholt, das habe ich auch gerne gespielt. Aber das lebt natürlich auch viel von seinen alten Anspielungen und so ist das ja eigentlich auch gemacht. Da ist natürlich der Nostalgiefaktor sehr, sehr hoch. Ne? Aber hier sieht man mal Police Quest 3. Also wenn man mal sieht, ne? Das Bild hier ist Police Quest 3 und das ist 2. Oder 1, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was für ein Unterschied das ist. Was die Grafik damals für Sprünge einfach gemacht hat innerhalb von 2-3 Jahren. Ich meine, heutzutage machen wir natürlich immer noch Sprünge. Aber im Prinzip, zumindest gefühlt, ist diese Kurve etwas abgeflacht. Das muss jetzt nichts Schlimmes bedeuten. Ne? Ich meine, ihr seid alle Retro-Freunde, so wie ich. Wir können alle was mit Pixeln anfangen. Wir sind damit aufgewachsen. Aber das war damals schon echt krass. Aber hier, man merkte, King's Quest, das trat so eine Zeit lang so ein bisschen auf der Stelle. Da wurde einfach ein Spiel nach dem anderen rausgeholt. Also die Serie war nie meins, aber hat natürlich sehr, sehr viele Anhänger. Wir sind übrigens schon im Jahre 88, falls ihr das nicht sehen solltet. Leisure Suit Larry mal wieder.
Also die Spiele, als ich so ein bisschen langsam an das PC-Gaming so Anfang der 90er kam, waren die da auch schon ein bisschen alt. Die sind natürlich auch noch ein bisschen umständlicher. Man muss dann teilweise wirklich nur auf die Verben eintippen und so weiter. Erst LucasArts hat das so wirklich denn eingebaut. So, was für ein Spiel haben wir hier? Und zwar haben wir hier Maniac Mansion natürlich, oh Gott. Also ich muss auch sagen, Maniac Mansion ist natürlich so einer der berühmten Titel, aber ich habe es nie großartig gespielt. Ich wollte mir mal irgendwann mal die NES-Version zulegen, weil das dann bequemer zu spielen ist. Aber andererseits, das Modul ist sehr teuer und ich glaube, so ein Point-and-Click-Adventure muss man schon mit der Maus spielen. Dann war halt die Neuheit wirklich, dass es in Echtzeit ablief. Das heißt, wenn man zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum war, konnte man ein Rätsel lösen. Falls man das verpasst hat, hatte man Pech gehabt. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, muss man mögen, muss man aber nicht mögen. 88, Zack McCracken and the Alien Mind Benders. Das habe ich auch nie gespielt. Das ist an mir total vorbeigegangen. Anscheinend hat das David Fox, genau, one of LucasArts earliest employees, der hat Zack McCracken gemacht und hat anscheinend auch an den Indiana Jones Teil mitgearbeitet. Auf jeden Fall, oh. Hier, ne? Sowas. Also Future Wars Adventure in Time sagt mir gar nichts. Das wird, glaube ich, auch in keinen von den großen Herstellern gekommen sein. Ich sehe gerade The First Game of the Delphine Cinematic Interface, okay. Aber auch hier. Seht ihr das? Deswegen liebe ich dieses Buch, weil diese Grafiken, es ist alles pixelig, wenn man genauer hinguckt. Das ist sehr, sehr grob gezeichnet. Aber es sieht doch einfach fantastisch aus, oder? Also die Farbgebung und die Stimmung, die erzeugt wird und trotzdem die Details sind trotzdem eindeutig und das ist doch herrlich einfach. Also das ist echt interessant. Also das sieht echt interessant aus. Na, guckt euch das mal an. Herrlich. Ach, fantastisch. Fantastisch, kann ich da nur sagen. Maniac Mansion wieder. 89, warum ist das hier nochmal? Achso, das sind andere Versionen, die hier dann nochmal aufgezählt werden. Natürlich so ein wichtiges Spiel wie Maniac Mansion. Hier steht hier, ja, auf ein Amiga, Amiga ST, Atari ST, Gott, oh Gott, hier das NES und andere. Die DOS-Version hatte dann, genau, EGA hat 16 Farben. Und seht euch das mal an. Es sieht natürlich von Farben her relativ beschränkt aus, aber das sind nur 16 Farben. Aber es sieht gar nicht so aus, ne? Also, herrlich. Ja, der Larry mal wieder natürlich. Oh ja, muss er das jetzt irgendwie zensieren? Pixelbrüste, herrlich. Obwohl, das könnte man jetzt aus dem Kontext reißen, das Zitat. Codename Iceman, auch hier. Sieht sehr interessant aus. Also zumindest bei mir sind damals diese Titel von, diese Adventures von anderen Studios komplett vorbeigegangen. Also manchmal hatte man ja diese Shareware-CDs und die, oh, DVDs waren es ja damals nicht. CDs, wo irgendwelche Adventures drauf waren, die irgendwie ganz krude waren und so weiter. Space Quest 3, 89. Es müssen ja auch noch die EGA-Grafik sein. Aber auch hier wieder, ne, 16 Farben. Herrlich. Also diese Space Quest-Serie, das war auf jeden Fall so, die hat das Science Fiction so ein bisschen parodiert. Ich glaube, ihr habt dann ja einen Hausmeister gespielt, der so ein bisschen trottelig war, der natürlich immer die Welt retten musste. Ach, Indiana Jones and the Last Crusade. Das habe ich allerdings aus der Zeit nachträglich wirklich gespielt. Aber auch hier, ne, diese detaillierten Grafiken. Ah, herrlich. Also Indiana Jones 3 und ja The Fate of Atlantis in Indiana Jones 4, wäre der hier quasi ja so ein bisschen das Spiel zum Film war. Okay, sowas hier war natürlich bei uns in Deutschland zensiert. Das hier werdet ihr wahrscheinlich genau sehen, aber sind natürlich Pixel-Hakenkreuze. Das wurde natürlich zensiert. Quests for the Crown, ne? King's Quest 1 hier nochmal. Ach, ich glaube, da kamen die Remakes langsam, ne? Oder war das später? Aber auch hier, herrlich. Ich weiß, das Wort benutze ich jetzt sehr, sehr oft. Aber auch hier, ich mag diesen Stil einfach. Ich bin natürlich damit aufgewachsen, aber ich liebe diesen Stil. Ach, das ist hier aus der Intro-Variante. Da haben sie das Intro wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da stürzte man so aus dem Boden und musste sich so von Ebene zu Ebene kämpfen.
Herrlich, genau. Das war die Szene hier, wo er dann noch in der Schule unterrichtet hatte oder in der Universität. Auch hier diesen berühmten Alterswehren von der Lade haben sie hier schön dargestellt. Ach ja, Use Hamster in Microsoft Oven. Das könnte man ja Maniac Mansion ja machen. Ich weiß gar nicht, ob das ging oder nicht. Also für was war es ein großes Skandal, sage ich mal, was auch immer später wieder angerissen wurde. Maniac Mansion, kommen wir gleich nachher zu, konnte man ja auch in Day of the Tentacle noch spielen. Das war ein Spiel im Spiel. Als man es damals entdeckt hat, war das fantastisch. Auch da habe ich das Spiel nicht gespielt, aber neues King's Quest. Loom. Loom ist ein seltsames Adventure. Und zwar, ich kannte es einfach nur, weil Maniac Mansion nämlich so ein Pirat mit so einem Hut war. Ask me about Loom. Und natürlich hatte man damals überhaupt keinen Kontext. So, hä, was soll denn Loom sein und so weiter? Und es schwärmt voll, das ist voll so ein Adventure und so weiter. Ich habe es nie gespielt, aber es ist schön, denn hier endlich mal schöne Grafiken zu sehen. Sieht auf jeden Fall sehr stilsicher aus, ne? Also ich muss sagen, Mark Ferrari ist auch einer von Lucasfilm, der hat Zack McCracken gemacht. Ich schätze mal, der wird auch bei Loom dann genau mitgearbeitet haben. Sehr schön. Ach, die EGA-Version von Monkey Island. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, aber für die Grafikverhältnisse sieht das gar nicht so verkehrt aus. Es ist natürlich so ein bisschen rau gepixelt und so weiter im Vergleich zu der normalen VGA-Variante, aber durchaus nicht schlecht. Operation Stealth. Aha. Außerhalb von Europe auf ein 007 Adventure außerhalb von Europa. Auch interessant. Und ja, hier. Ach. Ich glaube, das muss ich keinem mehr sagen, oder? Das Spiel, das kennt jeder. Es gibt Dutzende Remakes. Ich weiß noch hier genau, da. Ask me about Loom. Da haben wir es. Da haben wir es. Diese Detailbilder, die fand ich einfach fantastisch. Und wenn man bedenkt wirklich, dass das mit ganz primitiven Farben gemacht wurde. Und also diese Grafik, die hat mich damals einfach umgehauen. Vielleicht nicht unbedingt wegen, weil es die tollste Auflösung ist oder ähnliches, einfach weil der Stil stimmt. Und das ist ja heute ja bei Computerspielen immer noch gültig. Der Stil muss stimmen. Adventures of Really Beamish sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Sean Sharp. Wie gesagt, ich merke gerade so auf der Zeit, ich will es natürlich jetzt nicht zu lange machen, das Video, deswegen blätter ich auch teilweise wirklich nur grob mal durch. Das da, Goblins, herrlich, also das muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Und zwar kannte ich die Serie, ich habe mal damals irgendeine Shareware-Demo-Version davon gehabt. Die habe ich geliebt und immer wieder gespielt. Ich habe das Spiel damals leider damals nie gehabt. Wie es damals halt war, man hat sich die ganzen Scheiße natürlich raubkopiert. Und wenn man keinen kannte, der das hatte, hatte man Pech gehabt. Aber Goblins, das brauche ich mal unbedingt. Da habe ich mal Bock drauf, das zu spielen. Ach genau, hier. Das Anfang der 90er haben ja die Sierra Studios halt eine Remakes quasi gemacht. Und ihr denkt ja noch an die, wie es früher aussah. Das haben sie halt jetzt hübscher gemacht natürlich, ne? Ja, fertig. Gut, natürlich hier die entsprechenden Frauengrafiken. Mag man natürlich drüber halten, was man will. Police Quest. Auch herrlich, was wie abwechslungsreich. Schaut mal das hier an. Das ist so grob gepixelt eigentlich, aber man weiß ganz genau, was es darstellen soll. Heart of China sagt mir gar nichts. Auch hier, also auf den ersten Blick so ein bisschen Pixelbrei, aber ach, Loaf, den muss man natürlich kennen, der Schaffer von Titeln wie Larry oder der Larry-Erschaffer im Zweifel. Ne? Höre ich auch gerade mal unter einem Podcast dazu. Genau, das ist, glaube ich, der Larry 7 Teil oder ähnliches, der so 97, 98, glaube ich, erschienen ist. Aber da werden wir wahrscheinlich noch mehr drauf kommen. Genau, Monkey Island 2 fand ich so persönlich sogar noch ein bisschen besser als den ersten Teil. Und ja, hier, oh, diese Landschaften, herrlich. Da haben sich auch wirklich mit dem Buch sehr, sehr viel Mühe gegeben.
die ganzen Bilder sehr schön hier groß aufzudrucken und so weiter. Also hier beim ersten Abschnitt, da bin ich immer total verzweifelt. Aber dann hatte man natürlich so schulhofmäßig irgendwen, denn der weitergekommen ist und dann man hat sich ja ausgetauscht. Ne? Hier hat man übrigens auch ein schönes Lesezeichen. Curse of Enchantia, aha. Sieht auch interessant aus. Sieht so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-mäßig aus, ne? Sehr schön. Darkseid. Ach, davon hatte ich mal irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen oder sowas. Sieht natürlich sehr erwachsen aus. So ein bisschen im Stil von, Geiger, genau. Der auch das Alien-Monster erschaffen hat, ne? Legend of Kyrandia. Das habe ich damals, glaube ich, auch sogar gespielt. Aber da habe ich jetzt keine aktive Erinnerung mehr dran. Das ist, soweit ich weiß, auch eher so ein Fantasy-Spiel, ne? Louis Castle hat anscheinend daran mitgewirkt. War das von Sierra? Keine Ahnung. Aber wie ihr seht, also die Bilder werden ja echt schön in Szene gesetzt. Blade Runner, okay. CGI Scenes haben sie da eingebaut, okay. Loom, genau. Ach, das ist hier die CD-ROM-Version. Da wurde natürlich immer noch bessere Musik draufgepackt und so weiter. Aber sieht man mal, guck mal hier. Da haben sie es aber wirklich aufgebohrt, ne? Ach stimmt, ich glaube, das Loom war noch ein EGA, ne? Wenn man hier an das Bild hier mit diesem Tisch und diesen Netzen, kann ich mich gerade noch daran erinnern, dass das ist hier wesentlich bunter auf jeden Fall. Also anscheinend, wenn ihr es nachholen wollt, solltet ihr zu der CD-Version wahrscheinlich greifen. Hook. Okay, da habe ich ja jetzt letztens erst einen Gameboy-Spieltest dazu gemacht. Aha, da gab es anscheinend auch ein Adventure zu. Also das sieht gar nicht so uninteressant aus. Aber es finde ich schön, dass sie dann auch so für eher unbekannte Sachen zumindest eine Seite gewidmet haben. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass es dafür ein Adventure gab. Ja, interessant. Von Shadow Software, okay. Da gab es, wie gesagt, gab es natürlich viele, viele kleinere Studios, die das entwickelt haben. Wir sind übrigens bei 92, falls ihr das nicht so gut mit der Kamera erkennen solltet oder auf ein Handy guckt oder ähnliches, dann wird das ein bisschen zu fisselig. 92, Fate of Atlantis, das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Das, da hat man ja teilweise so ein bisschen gerüchterweise gedacht, dass das vielleicht so als vierter Indiana Jones Film die Story eigentlich gedacht wurde. Wurde ja irgendwann ja neu, es kam ja jetzt irgendwann hier der Crystal Skull Indiana Jones raus, aber der war ja wohl nicht so der Bringer. King's Quest, ne, der Dauerbrenner. Auch hier sehr schöne Grafiken. Sherlock Holmes, da gab es glaube ich einige Adventure, ne? Sieht sehr actiongeladen aus mit der Explosion, muss ich sagen. Oh, Alone in the Dark. Ach, das sehen Sie als Point and Click mit. Da weiß ich noch, das war damals wirklich ein Novum, weil der Charakter ja aus echten Polygonen bestand und man halt durch diese Umgebung gelaufen ist. Fand ich, ehrlich gesagt, immer von der Steuerung her zu sperrig und so weiter. Das ist halt so typischer früher 3D-Titel, wo sie nicht so wirklich wussten, wie sie das mit der Steuerung machen sollten und so weiter, ne? Lure of the Temptress. Der Name sagt mir irgendwas. Keine Ahnung, aber der Aufschnitt sieht ja schön aus. Also es scheint der Entwickler hier mal wieder zu sein, ne? Beneath a Steel Sky. Das sagt mir auch was. Das werde ich natürlich jetzt viel sagen immer. Hier. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Die Baphomets Fluchserie. Die habe ich damals echt geliebt. Police Quest. Wie gesagt, ist Sierra. Oh, Star Trek. Das sieht ja mal Hammer aus. Herrlich. Star Trek war, ehrlich gesagt, nie mein Science-Fiction-Universum. Star Wars, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich bin ja beinharter Warhammer 40.000-Fan schon damals gewesen, so ein bisschen. Star Trek und Star Wars konnte ich noch nie so was Großes anfangen. Freddy Parkers Frontier Pharmacist. Ja, klingt ja auch herrlich. Also von dem Spiel habe ich noch nie was gehört, aber es sieht ganz interessant aus. Scheint so im Wilden Westen ein bisschen zu spielen. Und hier, wir sind bei 93. Das Spiel habe ich geliebt. Da gibt es ja auch ein Remake auf Steam, Day of the Tentacle. Ja.
Also eigentlich Many Mansion 2 wurde das genannt, obwohl es eigentlich damit nicht so viel zu tun hat. Aber hier, da wurde die Grafik nochmal auf ein neues Podest gehoben und auch den Stil der Grafik, der ist herrlich. Man sieht es ja, ist alles so ein bisschen verzogen, sehr, sehr comichaft und krumm und so weiter. Aber sehr stilsicher, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hier ist ein Titel, der ist natürlich sehr, sehr berühmt, hat sich auch 12.000 Mal verkauft, aber ich persönlich konnte nie was damit anfangen. Mist. Also diese Rendergrafik, die war damals sensationell. Problem ist natürlich, das war natürlich jetzt keine 3D-Engine, wo man sich dann frei durch die Level bewegen konnte, sondern immer so stückweise Bild pro Bild. Und die Rätsel waren halt sehr, ich sag mal, maschinenbezogen. Ne? Hier repariere Maschine A oder Maschine B, so nach dem Motto. So, noch ein neues Larry. Man sieht es wahrscheinlich schon an der Grafik. Ist interessant. Ich sehe gerade, die Kamera erkennt das Gesicht und fokussiert das automatisch. Sam & Max, auch herrliches Spiel, hat so ein bisschen so diese Detektivspiele quasi auf die Schippe genommen. Wie man sieht, das Stil ist zwar nicht ganz so extrem wie Day of the Tentacle, aber geht in die Richtung durchaus. Ne? Wie gesagt, diese LucasArts-Spiele. Simon the Sorcerer, das habe ich gespielt. Das war so ein bisschen, so ein bisschen Fantasy auf die Schippe genommen. Wie man auch sieht. War aber nicht sehr einfach. Das war echt ein hartes Spiel, sage ich mal. Ich glaube, es war ein englisches Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Uah. Stimmt, da gab es irgendein 3D-Spiel, genau, Simon Sorcerer 3D. Das sieht natürlich gruselig aus im Vergleich. Ne? Das ist halt so, als diese 3D-Grafik modern wurde und sich alle Leute dann gedacht haben, hey, jetzt müssen wir unbedingt was machen. Frühe 3D-Titel sind nichts. Egal wo. Deswegen ist das Nintendo 64 auch nicht mein System. So, Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Das hat Sierra eine neue Serie gestartet. War so ein bisschen hier so Mystery, okkultmäßig drauf. Ich glaube, 3 oder 4 Teile hervorgebracht, aber das werden wir gleich noch sehen. Spielt so ein bisschen in den Südstaaten und so weiter. Sehr, sehr atmosphärisch. Auch damals nicht gespielt. Beneath the Sky nochmal. Ach, herrlich. Ich mag solche. Weiß nicht. Ach, herrlich. Was ist das denn? Okay. Da kamen auch so Comicbook-Sachen vor. Das wusste ich gar nicht mehr. Interessant. Weil hier sieht man so Konzeptzeichnungen und so weiter. Und mal wieder King's Quest. Hier haben sie Roberta Williams, das ist hier die Williams-Ehepaar, das waren ja die Gründer von Sierra. Dreamweb, so Overhead-Shooter-mäßig, sieht ja fast aus wie Hotline Miami heutzutage. Ne? Was haben wir hier? Universe, sieht auch interessant aus. Ah, Discworld. Habe ich auch damals gespielt. Ich war bin immer noch ein großer Terry Pratchett-Fan, wobei ich die Bücher lange, lange nicht mehr gelesen habe. Der hat ein sehr, sehr schönes, wildes Fantasy-Universum gestaltet. Und da ist dieser trottelige Magier Winswind immer ein Star auch drin gewesen. Terry Pratchett, der Autor, lebt ja leider nicht mehr, aber hat herrliche Bücher geschrieben. Sehr schön, genau. Und Discworld 2, da habe ich sogar die CD-Version bei mir im Regal stehen. Zwar nicht in der Big Box leider, aber naja, Flight of the Amazon Queen. Das habe ich damals, glaube ich, in einem Spielmagazin gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich aber auch nie gespielt. Aber sieht man mal, wie man Mitte der 90er schon, auch das im Vergleich zu Monkey Island, ist wesentlich feinpixiger geworden und so weiter. Ne? Also man merkt wirklich, dass da alles voranschreitet. So, und kommen wir dann zu einem der späteren LucasArts-Titel, Full Throttle. Soll sehr cool, aber auch sehr kurz gewesen sein. Auch das habe ich irgendwie nicht gespielt. Keine Ahnung, Simon Sorcerer 2 hat auch wieder einen Titel bekommen. Zu der Zeit war ich schon so langsam aus der Geschichte rausgekommen. Da war es nicht mehr so unbedingt mein Genre, da habe ich eher was anderes gespielt. Ich weiß zwar gar nicht mehr genau was, aber ich weiß gar nicht mehr wieso, ehrlich gesagt. The Dick.
Das war auch von LucasArts. Die hatten damals mit Steven Spielberg sich zusammengetan, wegen der Story und so weiter. Man sieht es auf jeden Fall auch an der Gestaltung. Sieht natürlich sehr, sehr filmisch aus, ne? Hier haben wir nochmal Lumen und so weiter. Was haben wir hier? The Orion Conspiracy. Sagt mir gar nichts. Sieht aber wie solide Science Fiction aus, ehrlich gesagt. Touché, The Adventures of the Fifth Musketeer. Ganz ehrlich, das gefällt mir irgendwie so vom Stil her gar nicht. Also die Hintergrundgrafiken sehen ja schön aus, aber die Charaktere irgendwie, irgendwas ist da off. Space Quest 6, irgendwie sieht das, obwohl es natürlich hohe Auflösung und wahrscheinlich VGA-Grafik ist, sieht das gar nicht so geil aus. Jetzt im Vergleich so mit dem anderen, was da dieses Jahr erschienen ist. Ha, 96, Discworld 2. Auch hier haben sie sich hier auf diesen Day of the Tentacle etwas comicartigen Stil verlassen. Tex Murphy, genau, das war die Zeit der FMV, also Full Motion Video Dinger, weil irgendwie waren halt CDs cool geworden und die Entwickler dachten sich, shit, jetzt haben wir so viel Platz drauf, müssen wir irgendwie füllen, also haben sie dann irgendwie Videoaufnahmen genommen. Ja, Baphomets Fluch, hier Broken Sword im Englischen hieß das. Sehr, sehr schönes Adventure, habe ich sehr, sehr lange gespielt und ich sage nur das blöde Ziegenrätsel. Leute, die das gespielt haben, wissen Bescheid. Alien Incident, sagt mir nichts. Genau, sind wir mal wieder natürlich bei Larry. Auch die haben natürlich den Weg genommen. Und das hier soll sehr, sehr gut sein. Das ist an mir damals vorbeigegangen. Toonstruck, da ist der Christopher Lloyd, wurde quasi in echt quasi abgefilmt und da eingebaut. Also Christopher Lloyd kennen die meisten als den Doc aus Zurück in die Zukunft. Soll sehr, sehr gut sein. Dann Baphomets Fluch 2, das ist schon wieder an mir vorbeigegangen. The Last Express, wir sind bei 97 übrigens, bevor ich es immer wieder vergesse zu sagen. Hat hier auch seinen eigenen Stil, Blade Runner nochmal. Ja, das vom Stil her passt das natürlich zum Film, aber es hat diese Übergänge. Ne? Man sieht so, es ist so echt Film mit eingebaut, aber es sieht nicht so komplett echt aus, aber auch nicht. Und das hier. Das ist mein liebstes Adventure überhaupt zumindest, was ich bisher gespielt habe, und zwar Monkey Island 3. Den vierten Teil gibt es meiner Meinung nach nicht. Über den reden wir gar nicht, der wird wahrscheinlich gleich noch ankommen, aber herrlich. Also wenn man sieht, sehr, sehr schöner gezeichneter Comic-Stil. Herrlich, ist spitze gealtert, war auch nicht so schwer das Spiel, meiner Meinung nach. Konnte man super spielen, herrlich, hat den... Da hat das Feeling der Serie super eingefangen. Herrlich, wie man sieht. Ist heute immer noch sehr, sehr gut spielbar. Ich weiß gar nicht, ob es das auch mittlerweile auf Steam gibt. Keine Ahnung. Riven, Sequel to Mist. Okay. Oh, haben sie nur eine Seite. Das war damals auch eine große Sache, glaube ich. Aber wie gesagt, diese Mist-Spiele, die waren nie was für mich. Grim Fandango, da merkte man, es soll ein gutes Spiel sein. Es hat viele Fans, aber das ist halt diese Übergangszeit in das 3D. LucasArts dachte, wieso müssen wir mit der Zeit gehen? Aber ich finde, wie gesagt, dieses frühe 3D, wenn man das hier alles so sieht und vergleicht nur ein Jahr früher Monkey Island, warum sind sie denn nicht bei 2D geblieben? Und dann muss man es auch noch mit Tastatur steuern, den Heini und so weiter. Also das war nicht schön. Clock Tower 2, das war nochmal, Clock Tower 1 war doch ein Super Nintendo Titel, glaube ich, der relativ berüchtigt ist und nur für Super Nintendo erschienen ist. Longest Journey, also zu der Zeit war ich aus dem Genre komplett raus. Darius Inferno, man sieht es auch, das war auch nicht mehr so beliebt und hat mittlerweile abgenommen. Ich glaube eine MTV-Serie, ne? Dann haben wir hier Runaway, da weiß ich noch, wie das durch die Presse ging, aber... Wie geil sieht das denn aus? The Adventures of Fat Man. Wie geil ist das denn? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Können wir mal reinspielen. Hier Black Mirror.
Die Serie ist auch relativ beliebt. Die hat natürlich den 3D-Ansatz genommen. Aber wie man sieht, es dünnt aus. Sie ist auch schon bei 2006. Also da schienen vielleicht so ein, zwei Spiele. Aber anscheinend schienen sich da viele so auch auf alte Sachen bezogen haben. Sam & Max, ich glaube, das waren auch damals, wo den Telltale langsam aber sicher aufkam, ne? Vampire Story sieht auch nett aus. Habe ich, glaube ich, auch damals in der Presse irgendwas drüber gelesen, aber nie gespielt. Going Downtown, das sieht so ein bisschen seelenlos aus, finde ich. Also wenn man vergleicht, so wie die Spiele früher aussahen, ich weiß nicht. Ghost Pirates of Wuju Island. Sieht interessant aus, könnte so ein bisschen Richtung Monkey Island gehen. Ja, aber dann hier die Remakes natürlich. Da haben sie die natürlich so in moderner Grafik neu aufgelegt. Die habe ich auch 1 und 2 auf Steam. Sind nicht teuer, gibt es Voice-Over. Problem ist, es sieht zwar nett aus und alles, aber ich spiele es immer auf der alten Grafikeinstellung. Also man kann da jederzeit zwischen diesem neuen Stil und den alten Stil switchen, was natürlich nicht verkehrt ist, aber ich bleibe lieber beim alten Stil. Ich weiß auch nicht, vielleicht Nostalgie, keine Ahnung. Machinarium, da fand ich mal den Stil sehr schön, habe ich aber auch nie gespielt. Haben wir ein Interview damit. Ja, Tales of Monkey Island, das hat dann glaube ich auch Telltale gemacht. War nicht so geil. Ich hatte mich voll gefreut damals. Juhu, neuer Monkey Island Serie, aber war nicht so geil. Vor allem 3D. Für mich müssen Adventures sowas sein. Schön gezeichnet, 2D, ich klicke irgendwo hin. So 3D, muss nicht sein. Whispered Word ist ein deutsches Produkt, soweit ich mich erinnere. Genau, hier ist auch der Remake 2010 sind wir mittlerweile. Vom zweiten Monkey Island. Ja, Deponia ist auch deutsches. Also so wissen die Deutschen halten ja die Flagge der Adventures so ein bisschen hoch in den letzten Jahren. Das sieht schön aus. Das hat einen schönen Stil irgendwie. Aber sieht man mal, man muss halt einen einstelligen Stil haben. Ja, Walking Dead. Telltale Studios natürlich jetzt ist relativ neu, die Neuigkeit. Die schließen ja leider. Habe ich Episode 1 und also Staffel 1 und 2 gespielt. Ich habe, also ich muss nicht oft bei Spielen weinen oder ich bin kurz davor. Aber da, Leute, die es gespielt haben, wissen wo und warum. Also man sieht, der Schritt geht wieder so ein bisschen zurück. Broken Age, da weiß man, dass das große Hype war, weil das der Tim Schäfer auf Kickstarter gehauen hat. Ach, da haben wir ihn auch. Genau, der war ja damals bei LucasArts, bei den ganzen alten Klassikern mit beteiligt. Und das war natürlich ein großer Hype drum. Oh, ein Alter will was Neues machen, aber es ist, glaube ich, nicht so geil geworden, wie ich die Presse richtig verfolgt habe. Dropsy, da habe ich auch irgendwann mal, ich glaube, die hat da die Kümmel ein Let's Play dazu gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall sah das auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Aber wir sind hier auf dem Endspurt, wie man sieht. Aber wie man sieht, hier auch da dieser Retro-Look, ne? Der zieht sich auch hier durch. Na gut, die ganzen Indies können das natürlich prima machen, ne? Das sieht natürlich sehr seltsam und düster aus, muss ich sagen. Interessant. Das sieht auch interessant aus. Also, da werden echt schöne Welten gezeichnet. Wir sind ja fast durch. Das habe ich auch bei der Kümmel gesehen. Übrigens, wenn ihr mal schöne Adventures Let's Plays sehen wollt, ich verlinke euch unten gerne den Kanal von der Kümmel. Oder Krümel? Scheiße. Krümel, glaube ich. Verdammt. Brainfart. Mist, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit K, Ü und E, L. Oh Mann, kennt ihr das, wenn ihr plötzlich so einen Namen vergisst irgendwie? Genau, Thimbleweed Park, das habe ich hier auch gespielt, muss ich noch durchspielen. Von Ron Gilbert, wurde glaube ich auch über Kickstarter finanziert. Ich weiß nicht, den Kanal von ihr verlinke ich euch. So, einigen wir uns mal darauf. Gott, ist das peinlich. Ja, dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Also schon, ne? Wie man sieht, man kriegt hier sehr, sehr viel für sein Geld. Also, wie gesagt, es ist zwar nicht billig, das Buch, aber hier haben wir nochmal die Preise.
Also man kriegt viel Qualität in die Hand und es macht einfach, wie man sieht, Spaß zu blättern. Ich freue mich auch schon, das eine oder andere Interview mal zu lesen. Und man schließt einfach viele Wissenslücken, ne? Und darum geht es ja eigentlich. Also, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wenn ihr mögt und das Buch auch kaufen wollt, ich habe es euch unten verlinkt, wo ihr es bekommen könnt. Wie gesagt, ist nicht billig, aber ich bereue den Kauf nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.